Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cooking Simulator. Heute am Tag 17 ist wieder Koch-Event und ja, bin mal gespannt, wie wir uns so schlagen. Wir mussten gerade wieder ein Rezept freischalten, das habt ihr wahrscheinlich noch gesehen, wo ich auf Aufnahme geklickt habe. Und ja, Kräuter de Provence getrocknet, blablabla, jetzt labert er mich wieder da voll. Oh nein, das mit der Aubergine und so. Ja gut, du musst im Endeffekt diese ganzen Rezepte freischalten, das ist das Problem. Ich muss aber auch jetzt mein Herd reparieren, weil der diesen Tag sonst nicht überstehen wird. Essenswertschalt, wir servieren ein anderes Menü. Aber welches? Das ist die Frage. In einer Stunde werden wir eröffnen. Gut, ja, reparieren, damit dort nichts kaputt geht, weil ich es gestern nicht mehr geschafft habe in der Vorbereitungsphase. Ein Menü oder Menüs? Das ist die Frage der Fragen. Hokus pokus fidibus, alles ist wieder sauber. So, gut. Vorbereitet ist der Fisch. Ich würde gerne noch ein paar Hühnchen vorbereiten. Weil umso mehr wir raushauen können, desto besser. 1, 2, 3, 4. So, war keine Bestellung, nein. Ich lege mich hier ordentlich hin. Eines. Zweies. Nein, ich nehme nicht aufeinander. Oh, das war gut. So, und dich da drüber. Dann würzen wir das doch rubbel die Katz durch. Salz. So rum komme ich nicht dran. Das war so klar. So. Bisschen aufgeregt bin ich. Ich will ja gewinnen, ne? Wenn es auch nur der dritte Platz ist erstmal, ne? Wäre das schon ziemlich cool. Ich glaube, da kommen hier immer nur 3 Gramm dran, ne? Ich vertue mich da gerade richtig heftig. Mit 5 Gramm. Könnte ich alle Müll schmeißen. Alle Müll werfen. Was für eine Verschwendung. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht. Ist ja Koch-Event. Ist ja völlig egal eigentlich, aber ich weiß nicht, was serviert werden soll. Letztes Mal war es auch Kuddelmuddel, ne? Einfach alles gemischt. Für mich komplexe Rezepte. Geil wäre natürlich das Steak, obwohl das auch sehr, sehr aufwendig war. Du durftest ja in der letzten Folge endlich mal machen. Darf ich irgendwie viel freier mit meinen Gewürzen hier rumspielen? Cayenne Pfefferpulver. Klappt doch gerade, ey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fertig. Das Ganze können wir auf einen etwas größeren Teller. Pommes haben wir auch vorbereitet gestern. Die sind da hinten in der Schüssel. Mehrere Portionen. Wollte ich nicht einen großen Teller genommen? Na, ist egal. So. Leg dich dahin. Kann man das wohl auch frittieren? Man kann bestimmt alle, man kann ja alles frittieren, aber ich will nicht testen. Gut. Pommes. Ach komm, scheiß drauf. Wir machen den Tag jetzt. Ein bisschen was ist vorbereitet, das ist ja schon mal top. Nein, bitte nicht den ganzen Tag der Fisch. Oh, perfekt. Mittig, da, zack, zack. So, dieser doofe Salat immer, ne? Salz, Pfeffer. War wirklich 5 Gramm, ne? Mann, Tim, ey! Concentration, es ist ein wichtiger Tag. Ein wichtiger Tag für meine Karriere. Paprikapulver war das. 5 Gramm. Das macht ja so eine schöne rote Farbe drauf. So, und Kreuzkümmel, oder? Ja. Das kommt irgendwie überall drauf. 1, 2, 3, 4, 5. Da sind Zeiten super wichtig bei dem Fischi. Deswegen mit Stoppuhr arbeiten. Und zwar von jeder Seite 35 Sekunden braten.
Ja, du brauchst noch eine Minute. Zitronen. Wo stehst du, Zitrone? Da, 28 Gramm Scheiben. Okay, Scheiben, das stimmt. Das ist eigentlich ein leichtes Essen, ne? Ich habe letzte Folge nicht sauber gemacht. Sehr dick. 21 Gramm. Wir sehen, man muss Zwiebel, Zwiebel, Mann, Zitronen sehr dick schneiden. Koch-Event, Koch-Event, Koch-Event. So, du bist jetzt auch fertig. Zwei Essen gleichzeitig machen, das ist schon hardcore. Nimm das mit. Ja, safe. Gut, Zitrone. Alles super wichtig hier. Das Scheißzeug muss ja beträufelt werden mit allem möglichen Mist. Bist du mir J, wie kam ich denn damals auf das A? Ja, doch, guck mal. Aus! Da kommt wieder dran. Zitronensaft, Butterschmalz 5 Milliliter, okay. Einfach mal hier auf der Arbeitsfläche. 5. Olivenöl. Vier. Ja, einen Milliliter schaffe ich nicht. Auf 5, weil mehr passt da ja nicht drauf. Mann, mach doch 5 drauf. Was soll denn das? Oregano? Petersilie 4. Okay, das war's, ne? 6 habe ich jetzt dran. Ist das so viel? Aber warte, stand da jetzt echt 4? Ich habe irgendwie 4 gesagt. Ich weiß nicht, warum ich 4 gesagt habe. Ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe. Oh nein, ernsthaft? Wieso? Wieso gibt es da so schlechte Punkte noch dazu? Hitze? Ich habe die nicht in den Backofen geschmissen. Ich bin so blöd, ne? Oh, konzentrier dich. Die Richter ist dabei zu bestellen. Okay. Zweimal? Also das ist der eine noch von gerade. Blödsinn. Den kriegen wir jetzt hin, ne? Mit der Mischung. 10 ml Olivenöl. Fünf Salz, 5 Pfeffer. Und wir bleiben bei unseren Vierteln, die ich immer schneide. Ich muss halt doppelt machen jetzt, ey. Kacke. Aber ich mache jetzt mal einen, den ersten. Schau mal, wie der jetzt. Also, es gibt immer, nicht jeder Richter ist wichtig, nur einzelne scheinbar. Sieht aus wie Golfbälle, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Ah, leg dich richtig hin. Nein! Ab in die Mische. Das Brettchen so schief ist doof. Glaube, gut geworden. Ja, relativ. Diese Kühlschranktür, ne? 1, 2, 3. Ich kenne den Trick ja schon, ne? Die wegzusprengen. Der Kühlschrank wird ja nicht kalt oder so. Nummer 1. Machen wir das Leben nur schwer, weil noch eine Bestellung dann reinkommen wird. Aber das ist ja gut. Das, seht ihr da die Kochmütze? Ich geb ihn. Damit er schnell bekommt und noch glücklicher ist. Ja, Alter! 51 Punkte. Also war das doch. Ist nicht jedes Essen so, ne? Nur die mit den Kochmützen dran. So, wichtig. Das nächste reinhauen. 2 Minuten. Das heißt nur für den stinknormalen Gast, der kriegt. Halt, halt, halt.
So. Die würze ich schon mal vor. 3 Gramm Salz, 3 Gramm Pfeffer, 3 Gramm Zucker. Endlich kann ich meinen Fehler korrigieren mit zweimal Salbeiblätter. Zucker ist hier hinten. Komisch, dass ich eine Ahnung hätte, dass die Scheiße hier alles bestellt wird. So, das Ganze kommt dann in eine Pan, die ich schon da stehen habe. Scheiße. Aber mit welchem Öl? Ach, Kühlschrank, komm, es nervt so übelst, dass der auf ist. So, Sonnenblumenöl 10 Milliliter, okay. Ideal. Zweimal Salbei. Meine Mama sogar im Garten. Und das Fleisch. Das war wieder mal super geschickt, Tim. Passt aber noch. So, die brät vor sich hin. Die haben alle geile Beilagen. Die sind gerade echt nicht tricky. Das kriegen wir locker hin. Das funktioniert super gut. Danke für den Tipp nochmal. Auch wenn das eine unerwartete Mischung ist, sind die Gäste trotzdem fast episch zufrieden mit dem Essen. Oh, Messer. Au, reingetreten! Das ist eine Chilischote genommen, ich hält. So, nein, noch nicht. Das Schneiden ist immer noch ein zeitlicher, ekelhafter Aufwand, ne? Und wenn ich den Perk freischalten kann, dass wir während des Schneidens in Zeitlupe haben, will ich das auf jeden Fall machen. So. Eine Knoblauch, die stört mich so mega. Nein, ich wollte nicht schneiden. Ah, Kacke. Sorry, das ist ja eh nur für einen normalen Gast. Wo die Punkte, glaube ich, auch mitgezählt werden. Du kannst halt nur Bonuspunkte machen. Das Steak müsste bestellt werden. Fünfmal. Obwohl, das kann ich auch schneiden, diese fucking Schneidetechnik. Ist ernsthaft? Aber ist ja kein Problem. Habe ich das verloren? Ah, kann man auf dem Horrorboden kaum erkennen. Eins, zwei, drei. Besoffener Koch. Er ist doch noch gar nicht fertig, 100%. Doch war's. Jetzt bilde ich mir nur ein. Jetzt zeig mir. Boah, das war fertig. Sehr geil. 28 Punkte nochmal extra oben drauf. Das ist doppelte Punkte scheinbar, wenn du Richter hast. Was? Dieser Kabeljau Mist, ne? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Falsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Vorbereitungsscheiße. Butterschmalz. Milliliter Butterschmalz. Wo bist du denn, Butterschmalz? Ja. Scheiß Apfel. Das ist, als ob mein Schneidebrett schon liegen müsste, ne, an Sachen. Da ist aber auch Salz und Pfeffer dran, ne? Das ist. Wenn man das. Ja, sauber gemacht. Das war realistisch. So, das muss jetzt weg. So, was machst du denn, Brüssel? Like ready for take off?
Kaffee au lait, fertig. So, der Fisch, 45 Sekunden, ne, 35 waren das, ne? Oh, das ist zu lang. Oha. Zitronensaft 20 Milliliter beträufeln. Oh, ich brauche so viele Teller letzte Zeit, ne? So, das Ganze dann in der Pfanne anbraten schnell. Damit das raus kann, das Mampfi-Mampf. Boah, ich bin so schnell. Und diesmal nicht vergessen, das in den Backofen zu packen behält. Kommt sonst nichts weiter bei. Mehr Infos. Wir fahren schön nach links ab jetzt. Also sieht richtig gut aus, ne? Aber ich würde nie gebratene Äpfel essen. So. Ich habe was vergessen da an dem Essen. Keine Kochmütze. War ein Richter, habe ich jetzt gehabt. Boah. 41. Habe am Ende so einen Ruhm als Beginn. Ja, das habe ich hinbekommen. Na super. Na super. War ich gerade so neben der Spur, dass ich das nicht im Backofen gepackt habe. Wow, 2x5 jetzt schon. Ah, oh doch, sind 5 dran. Ah, oh doch. So. Diesmal vergesse ich es nicht, seht ihr? Einfach nur garen, bis es fertig ist. Scheiß auf die Zeit. Eine Zitrusfrucht. Wow. Scheiße, was mache ich denn hier mit den ganzen Kacktellern? Ja. Schön dicke Scheiben. Nein, das war eine ganz dünne. Und das war eine riesige Scheibe. Ich verkack's immer wieder neu, ne? Also, immer wieder das Neue. Bevor ich ihn vergesse. Der muss von der Hitze. Der darf auf keinen Fall einen Hitzefehler haben, der Fisch. Das war jetzt ja diesmal wirklich roboterähnlich perfekt. Eine Maschine hätte nicht besser garen können. Ah, warum schmeiße ich das Steak nicht drauf? Oh, was? Alter, das ist so gemein, dieses Steak. Dieses Kabeljau-Zeugs. Unerwartet. Ach, du Depp. Nur deswegen er nicht. Oh Mann, ich Depp. Ey, das wäre perfekt geworden. Ach. Roboter in hier gestellt. Oh nein, nein, nicht Nudelgericht. Nicht Nudelgericht. Warum gerade Nudelgericht? Kann man das nicht drehen? Doch, kann man. Waren die Teile nochmal sehr dünn, ne? Wie viel wiegt eine? Ich brauche nur 100 Gramm. 39. Alter, was sind das für Stücke? 5 Stücke brauche ich. Das ist auch mega verbuggt, ne? Ich weiß, mir das ist sehr penibel, aber das sind ja für so Richter und sowas, ne? 33 Gramm, dieses kleine Stück. Boah, Panik, ey.
Die ist stark. Ah, ne, das schaffe ich nicht mehr. Muss ich drehen. Ja, das richtige Steak würde mich jetzt hier richtig nach vorne bringen, aber es dauert halt lange in der Herstellung. Ne? Ich muss halt viel dürrere Scheiben machen, ey. Das ist echt Wahnsinn. Könnte ich mal eine Hilfe gebrauchen, weißt du, von dem Spiel, irgendein... Das ist viel zu dünn geworden, oder? 20 Gramm, geil. Da habe ich meine 5 Scheiben. Den Rest würde ich jetzt kaum wegschmeißen. Tue ich aber. Tue ich aber! Okay, was kam da noch zu? Oh, was ist das denn jetzt für ein Kackgericht? Das spule ich gleich einmal zurück. Geht nicht anders. Zwiebel, eine halbe... Warum werfe ich die andere Hälfte denn immer weg? Die schnelle Technik wurde schwer bemängelt. Ach. So. Halt. Ist er weg? Das Geräusch war nicht schön. Ist gleich ready, der Toonie. Hallo Pommes. So, und 5 von daneben geklickt. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Würzen mit 5 Gramm Salz, 5 Gramm Pfeffer. Ich verstehe es nicht, warum man auf Orangen Pfeffer und Salz macht. Aber das Spiel will das so. Dann sollst du bekommen. Auch das wird wieder bemängelt. Könnte einen drauf lassen. In einer Schüssel Olivenöl, Essig und dann darüber schütten. Weißer Essig. 10. Aber du kannst nie vernünftig schütten. Da ist die Scheiße da dran. Da hätte ich das 5 Gramm Salz und 5 Gramm Pfeffer erstmal reinmachen müssen. Schütte doch. Drüber träufeln. Oh, das ist immer schön geschüttet. Ist mir jetzt auch egal, das habe ich sowieso vermurkst. Mischung. Über eine Scheibe gießen und Teller kühl servieren. Oregano-Zweck. Ach, Zwiebeln roh? Kam die Zwiebeln echt roh darauf? Ich kann mich nicht erinnern. Steht da nichts? Oder bin ich blind? Rohe Zwiebeln? Wo ist der Backofeneffekt? Du kannst rohe Zwiebeln essen? Ja, lecker eigentlich. Ich esse gerne, ich liebe Zwiebeln. 56 Punkte gab das Essen. Sehr gut. So, jetzt kommt der Mist hier, ne? Wasser... Und ein Burger, das ist gut nebenbei. 1000 Milliliter Wasser. 1000 Milliliter Wasser. Ups. Äh, 20 Gramm Salz, Nudeln. 5 Gramm Salz kommt im Wasser. Das ist ein Unterschied immer, ne? Kleben so viel Sau dann. So, oh, kein Platz mehr hier, ey. Leck mich doch an, ihr wisst schon. So, was kommt dabei? Penne, 150. Davon sich nicht verwechseln. Wir haben Fusilli und Penne. Penner, 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 wo bist du? Da. Ja, wie schütte ich dich jetzt? Ich kann ihn nicht schütten. Ich kann ihn wirklich nicht schütten. Geht mit der Tastatur nicht. Ich kann auch mit der Maus nicht schütten. Oh, was ist das denn für ein Fehler? Geht nicht. Ich kann Nudeln nicht reinschütten. Was ist das überhaupt für ein Winkel? W. Ah. Was war jetzt passiert? Die Penne ist weggeflogen.
Eine Penne, ja. Die Zeit gerade. Für hier so Ordnung und sowas. So, Nudeln kochen. Was gibt's denn noch? Ist das das letzte Gericht des Tages schon? Nee, ne? Weißer Pfeffer, also. Achso, das war erstmal. Noch ein Topf mit 1000 Milliliter. Ach du Kacke. Nimm mal den kleinen, ja, scheiß drauf. Die habe ich noch nie gemacht, glaube ich. Da kommt dann 20, habe ich gerade gelesen. Nee, weißer Pfeffer habe ich noch nicht. Ach, die Karton ist hinter mir. Im Wasser? Weißer Pfeffer? 150 Gramm Brokkoli. Ich habe noch nie Brokkoli gekocht. In real life. Wo ist denn Brokkoli? Da. Drei Stück. Ist aber nicht viel. Die Penne sind fertig. Okay, es läuft. Kochen lassen, Zwiebeln in Würfeln in eine Pfanne. Mein Gott, was ist das für ein Rezept, ey? Heftig, oder? Zwiebeln 120 Gramm in 10 Gramm Würfel. Würfel gibt's ja nicht. Weg mit dir. Oh, eins rausgeflogen. Butterschmalz. Butterschmalz war das, ne? 10 Milliliter, okay. Das Kacke. Das neue. Entschuldigung. Neue Rezepte dazu kommen an den wichtigen Tag eigentlich. Was macht der Brokkoli? Der braucht noch ein bisschen. Warum? Rosmarinzweig, so kenne ich das. 5 Milligramm. Dafür kann man den gebrauchen, aber nicht so roh auf den Teller legen. Das Ganze soll jetzt so grün geworden. Das war 30 Sekunden braten. Saure Sahne. Ah, das ist eine Soße. Okay. Schwierig. Ey. Schwierige Essen. Ohne Witz. So, Timer war 30 Sekunden, ich habe schon mal vergessen, ja, 30 Sekunden braten. Aber da kommt nichts Neues rein, das ist eins, doch, doch, wir haben noch den Hamburg, ah, der geht schnell. Alles gut. Es war eine Sekunde kürzer gewesen, glaube ich, aber passt. So, saure Sahne 40 Milliliter. Ich habe keine, doch, habe ich. 20, leck mich doch am Arsch. Ja, was habe ich denn da 20 Milliliter saure Sahne? Einfach drüber schütten wir das, ne? Habe ich das nicht schon mal gekocht? Ne, der Brokkoli, komm. Schwarzer Pfeffer 3 Gramm. Versuch nicht irgendwas zu würzen, versuch einfach in eine Pfanne zu kommen. Ja, passt schon, in der Mischung drin. Weißer Pfeffer nochmal, warum? Ich habe das schon mal gekocht. Brokkoli. 15.000 Kilo. Komme ich an den Brokkoli dran? Schmeiß denn so rein? Das habe ich noch nie gekocht. Bin mir sicher. 15 Sekunden braten. Auflaufform geben. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun,
10, 11, 12, 13, 15. Oh, das war schon 15. Ich habe mich verzählt. Ich nehme jetzt keine Auflaufform, weil das ist mir zu blöd. Nudeln, 150 Gramm waren das? Ja. Ach, das muss ich wieder ab. Sonst hab, das ist ja Wasser mit drin. Oh Gott. Ich fehlt eine Nudel, ja? Das kriege ich ja wohl hin. Schnell, 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 schnell! Mischung darüber schütten auf jeden Fall. Boah, das sieht ja mega aus, Alter. Bam, auf den Teller wegfliegt da. Das ist fertig. Ich hoffe es. Alter, was für ein Essen, ey. Boom! In den 5 Sternen reingerutscht. 31 Ruhmpunkte. Wir haben total wenig Essen rausgehauen. Ich werde sowas von Platz X werden. Nein! Warum Spiel? Warum tust du mir das an? Die blöde Bruschetta. War das Zucker oder Salz? Das ist Zucker, ne? Salz meine ich. So, Burgerbrater, Tim. On Tour. Brot. Ich habe keine Zwiebeln, ich habe keine Tomaten mehr vorbereitet gehabt. Scheiße. Ich war 21 Gramm Stück dabei sein. Auf dem Brot achten, auf dem Brot achten, auf dem Brot achten. Ja, qualitativ hochwertige Essen sind rausgegangen, bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Du sollst das richtig dahin legen, bist du Mädchen. Auch nur 21 Gramm Scheibe. Perfekt. Perfekt. Also einen epischen Burger noch raushauen, ist ja auch mal fein. Na, zeig's mir doch. Auch noch 25 Gramm Cheddar. Was haben wir denn hier liegen? Boah, ein Brocken, sage ich dazu nur. Mal gucken, 25 Gramm Stück dabei, 13. Boah. Alter, wenn da die Schneidetechnik kritisiert wird, dann trete ich dem Spiel sowas von im Arsch. So, alles mitnehmen. Schön belegen. Zack, zack. Ketchup drauf. Einmal drehen bitte. Zack. Zwiebel. Und ich mach das richtig gut, ne? Ich bin richtig begeistert gerade von mir. Ja, so war das. Ja. Gaston. Wir sind so gut wie fertig. Leider sieht er immer total missgestaltet aus, ne? Aber was willst du machen? So, schnell raus. Da dürfte jetzt nichts schiefgelaufen sein. Ne, der war richtig gut geworden. 31 nochmal. Also jetzt, also ich habe Punkte gemacht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das nicht genug waren. Sorry. Keine Zeit gerade. Ist ein wichtiger Tag. Wir brauchen Messer. Das ist wieder ein Fehler hier. Wie viel Brot war das? 35 Gramm Stücke. Davon die Hälfte. Müssten 70 sein. Ja, boah, geil. Weg damit jetzt. Boah.
Guckt euch das an. Oh, das könnte doch nicht wahr sein. Will, das passt doch gar nicht. So, eigentlich ein super leichtes Essen, ne? 3 Milliliter Öl. Was? Ist überhaupt nichts rangekommen. Nicht sehr saugfähig, das Brot. Das hat genau 3. Leck mich doch. Knoblauch. 3 Gramm. Ah, das ist so schwer, diese Würzerei. Backofen, Schnauze halten, fertig werden. Letzte Essen für heute. Mal gucken. Genau, so macht man das. Tomate. Eine lächerliche Tomate und eine lächerliche Knoblauch, die wir da hinten rumliegen haben. Sollen wir wieder 20 Gramm schreiben? Nee, das waren ja Würfel. Blödsinn, ist ja eine Bruschetta. Zack. Eine Bruschetta. Das sind komische Geräusche, weil ich weiß auch nicht warum. Liebevoll in der Hälfte. Was war das wieder? Also, man kann ja so Schneidetechnikfehler ein bisschen aus dem Weg gehen, aber das ist schon hardcore manchmal, wo das Messer da schneidet. So, genau. Genau 5 Gramm Stücke. Auf den tiefen Teller. Meint ihr, ich kriege einen Pokal heute? Ich glaube nicht. Dieses Koch-Event ist das, ich glaube, das Über-Event überhaupt. Oh! Fast vergessen. Bisschen ist nicht schlimm. So, Olivenöl, Balsamico-Essig. Ich hab's vergessen. 15 Milliliter. Milliliter. Weil langsam bin ich auch in den Fritten. Bin mir im Voraus auf. Weil ich heute auf der Arbeit bin. Wenn ihr das seht. Letzter Tag, dann Urlaub. Salz, Pfeffer. Schön in den Sud rein. Nicht auf. Ach komm, scheiß drauf. 5 Gramm. So. Ist das richtig? 5 Gramm Pfeffer, 5 Gramm Salz? Ja, ne? Gib alles auf einen Teller. Ja, hab ich doch schon. So. Leicht kross geworden. Boah, sieht das gut aus. Und das Basilikumblatt, frisch 6 Gramm, darf ich nicht vergessen. Fertig. Naja, mal gucken, wie es denen schmeckt. Gut. 39 Extra-Punkte nochmal. Okay. Das war die letzte Bestellung für heute. Wenn du fertig bist, bereite dich auf morgen vor. Nein. Alter, man gibt kein Wochenende, kein gar nichts hier in der Küche, ne? Echt irre. Was für ein Leben. War kaum kaputt. Also ich glaube, ich habe den Tag ganz gut gemeistert, muss ich sagen. Ich glaube, der Tag war gelungen. Das ist gemein. Das ist sowas von gemein. Mir geht hier nie was kaputt, ja? Die Wand. Sieht echt gut aus, ne? Ich muss meine Gewürze mal wieder sortieren hier. Ich will den Tag abschließen, weil ich wissen will, was los ist. Aber die Geduld, die müssen wir jetzt haben. Worten durcheinander. Das zaubern wir gleich weg. Das kann da stehen bleiben. Das ist in Ordnung. Werden einfach immer mehr Gewürze. So, Vorbereitung, Zauberstab raus. Das hört sich ja an. Es braucht jeden Tag ein neues Zauberstab. Scherben und so sind alle verschwunden. Und jetzt drückt mir die Daumen.
zweiter Platz. Zweiter Platz mit 4,3. Ich bin so stolz. Immerhin, ne? Boah. Ist auch immer eine Kochmütze, haben wir gewonnen. Yeah. Und dann gibt's... Wer ist vorbei? Und gestern haben besprochen, sie haben uns mit 2 bewertet. Geil. Geil. Level up, wähle deine Fähigkeiten. Ah, das nervt so. Und wir sollen schon wieder ein Rezept auswählen. Robustere Ausrüstung. Das wollte ich machen. Wähle ein Rezept. Was gibt's? Es gibt nur noch Kacknudeln. Muss ich das hier nehmen? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Zweiter Platz.